Bierdog, ich hab auf Bierbock, deshalb wächst die Maßau direkt in Bierbock. 4 noch, wir sind alle recht durchstrick. Bada bing, bada boom. Dr. Savesa ist im Room. Ja, Leute, hallo. Ich wird mal wieder Zeit für ein neues Tasting. Ich habe ja jetzt noch so ein paar Weiherer Bierchen da vom guten Marius, was der mir mitgebracht hat. Und mit denen werden wir jetzt auch weitermachen. Und ja, jetzt mal was ganz Ungewöhnliches. Es gibt ja ein paar Biere in Deutschland, die sind mit bestimmten Städten verknüpft. Da wäre einerseits das Kölsch mit Köln oder halt auch andererseits das Alt mit Düsseldorf. Oder auch Münchner Hell mit München noch, wobei das halt doch jetzt ein deutschlandweiter Stil ist, aber als Beispiel noch ursprünglich so. Aber bei Alt und Kölsch ist es doch schon wirklich so. Jetzt habe ich hier mein Alt aus, wie gesagt, der Nähe von Bamberg, von Weiherer, also Kundenmüller, Brauerei Kundenmüller, Weiherer Bier, das OS Alt. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, weil ich hatte da auch schon eins, das kann ich jetzt schon sagen. Die ganzen Düsseldorfer Altbiere sind ja dunkle Biere. Es gibt tatsächlich aber auch im Rheinland in verschiedenen Ecken. Es ist eher typisch, dass Altbier hell ist. Und ja, und in die Richtung geht das auch, dass wir also hier eher ein helles Bier haben. Im Vergleich. Wie gesagt, ich habe ja schon eins getrunken da am Brautag, am letzten. Aber jetzt gießen wir das mal ein. Weil hell natürlich auch relativ ist bei so einem. Ja, hier sieht es eher, wenn ihr es jetzt auf der Kamera gerade seht, sieht es fast eher dunkel aus. Ist aber tatsächlich Bernsteinfarben. Also eigentlich so, ich zeige euch mal am Licht. Eher Bernsteinfarben das Ganze. So, jetzt muss ich wieder. Wieder aufstellen, sorry. Hier durchschäben. Keine Angst, ich will das nicht stehen. Kurz Pause. So, weiter geht's. Wie gesagt, eher Bernsteinfarben statt dunkel. Erstmal der Nase eine Chance geben. Hier, oder gibt man Nase mal try. Ja, die hat man schön brotige Aromen. Getreide, ja. Riecht so, wie man an so einem Getreidesilo vorbeiwandert und dann so richtig schön das gepflückte Getreide riecht. Also das Malz ist hier definitiv der dominante Part in der Nase, aber nicht so dieses Malz, sondern hier brotige Gerüche, getreidige Gerüche haben wir hier. So, jetzt probieren wir mal. Und ja, also wie man es gewohnt ist von Weiherer, richtig schön vollmundig das Ganze. Man kriegt hier einen Mundvollgeschmack. In dem Fall schön malzige Noten, brotige Noten, wie gesagt, wie es auch in der Nase schon ist, aber das halt nochmal mit viel mehr Power, als wie es in der Nase ist. Also das ist auf jeden Fall definitiv gut. Also super Bier auf jeden Fall. Ich finde, es hat auch so einen leicht karamelligen Twist hier. Kommt so im Abgang hinterher. Wenn es sich so von der Zunge runter geht, am Mund, also hinten raus. Fast schon eine rauchige Note, aber das ist nicht rauchig, rauchig ist falsch. Aber ja, schon eine sehr gehaltvolle Note ist sein Mund. Rauchig war falsch, das passt nicht. Aber so, ja, es ist auf jeden Fall, also es ist ein wahnsinnig vollmundiges Bier, super lecker. Absolut top.